Ich hatte ja vor einer ganzen Weile schon mal ein Video gemacht zum Registrieren von Makita-Geräten auf der Makita-Webseite. Wenn man die Geräte dort registriert, dann kriegt man eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre, also die für die normalen Geräte. Und für die Akkus, wenn man die registriert, dann wird die Garantie verlängert auf 2 Jahre. Was dabei wichtig ist, habe ich alles in dem Video gesagt. Also Name, Adresse sollten übereinstimmen. Rechnung sollte übereinstimmen mit dem Namen. Man muss innerhalb von 4 Wochen die Geräte registrieren mit der Rechnungsnummer bzw. mit der Rechnung. Und dann kriegt man ein Garantieverlängerungszertifikat. Das habe ich alles gemacht. Also hier ist beispielsweise das Garantieverlängerungszertifikat oder Garantiezertifikat. Hier ist die Rechnung dazu. Und wie wichtig das ist, zeigt wieder mal dieses Beispiel. Diesen Akkuschrauber habe ich offensichtlich im April 2020 gekauft. 2¼ Jahre später macht er Probleme. Mal sehen, ob es den Vorführ... Ob es den Vorführeffekt gibt? Ja, da ist er. Also ich schalte hier um. Mal geht er nicht. Jedenfalls bleibt er manchmal einfach stehen. Also bleibt, er macht nichts, wenn man hier drauf drückt. 2¼ Jahre heißt, ich kann das Ganze nicht mehr über die normale Gewährleistungsfrist zurückgeben bei Amazon oder ähnliches. Und damit ist die 3-Jahres-Garantie, die bis April 23 läuft, genau das Richtige. Was muss man machen, dafür soll dieses Video sein, was muss man machen, damit man bei Makita oder zu Makita ein Gerät in die Reparatur schickt? Also zum einen, wenn es sich um eine Garantie handelt, schickt man einfach eine E-Mail an service@makita.de mit der Bitte darum, dass man eben einen DPD-Label braucht, um ein Gerät einzuschicken im Rahmen der Garantie. Dann kommt innerhalb, und ich habe es vorhin probiert, innerhalb von einer Stunde kommt dann eine Antwort. Da ist ein Link drin zu einem DPD-Retouren-Label, was man sich erstellen kann. Und der Link zu diesem Makita-Reparaturauftrag. Den muss man ausfüllen. Name, Adresse, Gerät, Seriennummer, Beschreibung des Fehlers. Man muss mit dazulegen, eine Kopie des Garantiezertifikates und eine Kopie der Rechnung. Die müssen natürlich, wie gesagt, alles übereinstimmen. Dann druckt man sich das DPD-Label aus, also die Retoure für DPD. Und dann verpackt man das ganze Gerät und schickt es quasi einfach wieder zurück. Es ist auch drauf geschrieben, dass man keine Zubehörteile, Anbauteile etc. mitschicken sollte. Ich mache das jetzt hier tatsächlich nur ab, damit es besser in den Karton passt. Ich habe gerade keinen anderen Karton da. Und dann wird es eingepackt hier. Wird ordentlich verrammelt. Ich mal gucken, ob ich noch was finde. Gut. Jetzt habe ich was gefunden zum Reinstopfen. Okay, also gut verpackt, dass es nicht klappert und nicht wackelt. Mit den 3 Unterlagen. Und dann. Wird das ganze Ding zugemacht. Und als letztes kommt. Auch noch der DPD-Retourenauftrag mit drauf. So, jetzt geht das Ganze zu Makita. Das heißt, ihr könnt es jetzt einfach im DPD-Shop abgeben oder beim DPD-Fahrer, wenn er wieder vorbeikommt. Und dann wird das Ganze kostenlos an Makita gesendet und die schicken das im Normalfall nach 1-2 Wochen, manchmal vielleicht ein bisschen länger, in den meisten Fällen repariert wieder zurück. Funktioniert super, ich habe das schon das ein oder andere Mal durch.
mit dem, also zweimal schon mit dem Winkelschleifer die letzten Jahre und ich glaube noch einmal mit einem anderen Gerät. Da werden einfach ein paar Sachen ausgetauscht. Die haben ja da ihre Reparaturwerkstätten in Hamburg, Berlin und in, ich glaube, in Ratingen auch. Geht nach Ratingen. Und dann funktioniert das wie verrückt. Zusammengefasst, es ist also ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass alle Makita-Geräte vernünftig registriert sind. Findet man auf der Webseite unter makita.de oben rechts Garantieregistrierung oder Geräteregistrierung und dann hat man die verlängerte Garantie, weil es kommt zwar nicht oft vor, aber wenn es vorkommt, dann ist gut, dass man 3 Jahre Garantie hat. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn das ganze Ding hier wieder zurückkommt und hoffentlich repariert ist. Bis dann. Keine 7 Tage später ist das Gerät von Makita zurückgekommen. Ich gehe mal davon aus, dass es repariert ist. Boah, riecht wie neu. Riecht wie neu, ist aber noch das gleiche Gerät. Nun gut, schaue ich mir mal den Auftrag an. Also, was sagt der Auftrag? Ich weiß nicht, wann ich es hingeschickt habe, 13.07. Ich glaube, 7 Tage hat es gedauert, dann kam das Ganze zurück. Und hier sieht man also erstmal, dass es natürlich nichts gekostet hat. Was mir noch ein bisschen unerklärlich ist, ist, also Arbeitsplatz ist klar, überprüft ist klar, Arbeitswerte 6. Und dann Kohlebürsten, Schraube, Getriebe komplett, Anker, Dauermagnet und ein Schnellspannbohrfutter steht hier. Das ist für mich, das heißt für mich, dass das ausgetauscht wurde. Also zumindest würde ich das vermuten, weil dieser Bohrkopf hier, also dieses Spannfutter, das sieht nagelneu aus. Und dieser Ring hier auch. Selbst der Deckel hier hinten sieht neu aus, weil normalerweise sehen meine ein bisschen anders aus. Aber was das für mich heißt, ist wirklich, dass diese ganzen Dinge ausgetauscht wurden. Also im Grunde wurde das ganze Gerät ausgetauscht. Die Bürsten, Schraube, Getriebe, Anker, Dauermagnete, das sind die Hauptteile an so einem Teil. Und dann hat er noch Schnellspannbohrfutter mitgewechselt. Wahrscheinlich, weil, keine Ahnung, weil er nicht vom Getriebe sich hat lösen lassen. Was diese Sternchen hier bedeuten, weiß ich auch nicht. Also falls jemand eine Info hat, Status, PKD, was immer das auch heißt, ausgetauscht oder packt oder keine Ahnung. Zusammengefasst heißt das Ganze, macht die Garantieregistrierung. Bei mir waren es irgendwie nach 2 Jahren und 4 Monaten hat das Gerät eine kleine Macke gehabt. Ich möchte mal sagen, eine kleine Macke hat halt ab und zu nicht angefangen zu drehen. Schickt man ein, kostenlos hinschicken, kostenlos zurückbekommen, kostenlos repariert bekommen. Und man hat fast ein niegelnagelneues Gerät. Das ist von Makita überprüft. Ich finde es genial. Man muss sich halt nur die Arbeit machen, muss den RMA-Schein ausfüllen und so weiter und so fort. Man muss es da hinschicken, ein bisschen beschreiben und so weiter. Aber funktioniert wieder. Kann also wieder an die Wand. Ich hatte ja vorher den kleinen Halter hier abgeschraubt. Den werde ich jetzt auch wieder ranschrauben und dann kann ich es wieder an die Wand hängen.